Wir haben uns also heute hier vor der Botschaft der Türkei versammelt, um als Souveräne und Demokraten dieses Landes den Botschafter eines Unrechtsregimes herauszuzitieren und zur Sprache zu stellen. Wir fordern den Botschafter und Vertreter Erdogans in Deutschland, Hüseyin Karslioglu, und sein Botschaftspersonal heraus, sich anzuhören, was wir ihm und seinem Dienstherrn, dem Diktator Erdogan, zu sagen haben. Dabei muss es Sie fast ein wenig traurig stimmen, denn der Türkei würde ja jeder hier auf diesem Platz, der friedlich gegen das Unrechtsregime Türkei demonstriert, um seinen Arbeitsplatz, seine Freiheit, seine Unversehrtheit, ja sogar um sein Leben fürchten. Die Türkei ist ein Land, das die Totalüberwachung und Netzsperren für unliebsame Nachrichten eingerichtet hat, Demonstrationen untersagt, Zensur betreibt und jeden Funken der Freiheit, jeden Hauch eines freien, selbstbestimmten Lebens erstickt. Herr Karslioglu, es ist unglaublich zynisch, wenn Sie, wie in Ihrem Grußwort auf der Seite dieser Botschaft schreiben, Sie würden besonderen Wert auf den Ausbau der kulturellen Beziehung und Verständigung zwischen unseren Kulturen legen. Kultur braucht Freiheit statt Angst. Kultur braucht Meinungsfreiheit. Kultur braucht Pressefreiheit. Ja. Herr Karslioglu, Dinge, die Ihr Land nicht nur mit Füßen tritt, sondern bis aufs Blut bekämpft, als wäre es eine terroristische Vereinigung. Kultur ist für Ihren arroganten und kriegstreibenden Sultan Erdogan ein Krebsgeschwür. Sie kennen nur eine Kultur, die Unkultur der Überwachung, die Unkultur der Einschüchterung, der Demütigung, der Folter und des Mordes. Ein Mensch wie Erdogan baut auf primitivste Verschwörungstheorien, um Menschen und Minderheiten einzuschüchtern und zu gängeln, bis jedes bisschen Individualität auf Spur des Diktators gebracht wurde. Wer da noch immer protestiert, verliert seinen Job, verschwindet im Knast oder gar aus dem Leben. In Deutschland wirkt Erdogan wie eine Witzfigur, wie ein verrückt gewordener Isnogut, falls ihr euch an den Komiker erinnert, der neue Sultan oder Großvezier, ein osmanischer Despot, der jedes noch so lächerliche Klischee eines selbstverliebten und selbstherrlichen Warlords im Stile Assads und all der anderen Terrorpaten erfüllt. Kein Wunder, wenn die Satire sie, Erdogan, entdeckt hat und das tut, was Demokratien auszeichnet und sie durch den Kakao zieht. Denn von Despoten wie Erdogan bleibt außerhalb ihres perversen Machtkreises aus Angst und Gewalt nur eins: eine lächerliche, schwache und erbarmungswürdige Kreatur. All die Despoten der Geschichte sind in der Stunde ihrer Machtlosigkeit nichts weiter als armselige Hüllen der Gier und der Niedertracht, der niedersten Triebe menschlichen Scheiterns. Das ist Erdogan für uns alle. Dennoch, während wir uns hier über ihn lächerlich machen können und seine Botschafter lauthals auslachen, ist den Menschen in der Türkei das Lachen im Hals erstickt. Es ist blutiger Ernst. Die Farben der türkischen Fahne stehen mittlerweile für das vergossene Blut von vielen tausend Kurden, aber auch von vielen toten, gefolterten und weggesperrten Oppositionellen, Journalisten und all jenen Menschen, die sich nicht von dem widerlichen Despoten beugen wollen, der jeden aufrechten Journalisten verklagt und sich immer sicher sein kann, dass er gewinnt. Ein Führer einer Nation, der längst Gerichte, Medien und Parlament gleichgeschaltet hat und in selbstherrlicher Verklärung ein Denkmal für sich selbst baut. Ein Denkmal, das jenes von Kemal Atatürk überragen soll. Ein Führer, der die türkische Geschichte verklärt und in seiner nationalistischen Großmannzucht sogar die Erwähnung des grässlichen Völkermords an Albanern auch noch 100 Jahre danach unter Strafe stellt. Ein Führer, der offen Antisemitismus predigt und Israel das Existenzrecht abspricht, mit nationalistischem Eifer und radikal-religiösem Pathos hat er längst die Büchse der Pandora geöffnet, die die Säkularisierung und Trennung von Religion und Politik ins Mittelalter zurückdreht.
All die neuen Prachtbauten und Infrastrukturprojekte und auch stellvertretend diese wunderschöne Botschaft sind nicht mehr als die Fassade einer Gesellschaft, die geistig in die finsterste Zeit der Türkei zurückfällt. Erdogan fürchtet Freiheit der Gedanken und den Stift als Waffe der Demokratie. Die Pressefreiheit ist in der internationalen Statistik, die Pressefreiheit der Türkei, auf Platz 149, unmittelbar vor Nordkorea. Jeder, der Erdogan kritisiert, muss mit grausamen Repressalien rechnen. Der Bodensatz, der jeder Gesellschaft zugrunde liegt, fühlt sich bestärkt und tritt nach jeder Minderheit. Wer heute in der Türkei Vertreter von Minderheiten zusammenschlägt, wird bei den Ordnungskräften keine Hilfe finden. Der Internationale Frauentag wurde genauso verboten und niedergeknüppelt wie jeder weitere Gezi-Protest. In seinen mit Koran-Zitaten gespickten Reden stellt sich Erdogan zynisch als Befreier der Frauen dar und vertuscht die erschreckende Statistik seines Landes, das in Sachen Geschlechtergerechtigkeit auf dem Platz 130 weilt. Ein Land, in dem Vergewaltigung und Hass auf Frauen zum Alltag gehören. Fast die Hälfte aller Frauen in der Türkei sind bereits Opfer sexueller Gewalt geworden. Das ist die Türkei Erdogans. Das Klima dafür hat Erdogan gesät, denn nur züchtige, fromme Frauen am Herd und im Heim dürfen sich in der Türkei sicher fühlen. Homosexuelle sind längst freiwillig für den neuen Islamismus in der Türkei. Doch zur widerwärtigen Doppelmoral gehören immer zwei. Das ist es, was Europa mit der Türkei vereint und was der Botschafter der Türkei wahrscheinlich in seinem Grußwort anpreist. So hat sich in Europa die pragmatische Unmenschlichkeit des kapitalistischen Europas, das sich nicht die Finger schmutzig machen möchte, und die menschenrechtsfahne Praxis des Erfüllungsgehilfen Erdogan gefunden. Wenn Deutschland die Türkei zum sicheren Herkunftsland erklärt, wenn die Türkei für Europa über das Menschenrecht Asyl entscheidet, stellt sich Europa auf die Stufe Erdogans. Wenn ein bis in die Knochen korrupter Überwachungsstaat wie die Türkei entscheiden darf, wer ein guter und ein schlechter syrischer Flüchtling ist, wenn Flüchtlinge aus Ländern wie Afghanistan Folter und Tod droht und sie von der Türkei dennoch stillschweigend zurückgeschickt werden, dann hat Europa seine Werte aufgegeben und gibt einem Despoten wie Erdogan sogar noch eine Rechtfertigung für sein totalitäres Regime aus Angst und Unterdrückung. Wir fordern hier heute vor der Botschaft der Türkei laut und deutlich: Schluss mit Unterdrückung und Zensur. Schluss mit Überwachung und staatlichem Terror gegen Minderheiten. Schluss mit dem Terror gegen Kurden. Keine Deals mit einer Diktatur wie der Türkei. Keine Macht dem Erdogan. Freiheit statt Erdogan. Freiheit für die Türkei. Mein Name ist Bruno Kramm. Ich bin Vorsitzender der Piratenpartei in Berlin.